Wir sind hier in einem typischen deutschen Garten. Schönen guten Abend. Schönen guten Abend. Wir wissen nicht ganz Bescheid, was hier alles so wächst. Aber wir werden mal hier eine kurze Tour machen und dann werden wir das rausfinden. Wir werden versuchen, für euch herauszufinden, was hier so wächst und was typisch ist. Und ganz nebenbei bekommt ihr so einen Einblick, wie ein typischer Samstag oder Sonntag in einer deutschen Kleingartenanlage so abläuft, was man so macht und wie die Stimmung so ist. Genau. Ich habe sie noch gar nicht vorgestellt. Ach so, das ist Schmitti. Ja, ich bin Schmitti, für euch Miss Schmitti. Miss Schmitti. Okay. Cool, dann lass uns mal loslegen. Genau, also hier haben wir gerade überlegt, dass das eventuell Kohlrabi ist. 95% bin ich mir sicher, dass das Kohlrabi ist. Ja, das sieht auch ein bisschen, wirkt, wenn ich mir so überlege, sieht das auch so aus, wie ich Kohlrabi gewöhnt bin. Und hast du eine Ahnung, was auf der anderen Seite von dem Hochbeet wächst? Ehrlich gesagt nicht. Lass mal ranzoomen. Ich denke, ich weiß es. Das werden Gurken. Gurken? Ich bin ziemlich sicher. Okay. Aber das ist nur Gras. Und wenn das Gras zwischen den Gurken wächst, dann nennen wir das Unkraut. Unkraut möchte eigentlich niemand in einem deutschen Garten. Aber das sieht ziemlich so aus, als ob das mit Absicht war. Aber weiß ich nicht. Zuerst dachte ich, es wäre Schnittlauch. Ja, aber ich auch. Unkraut. Psst. Und hier drüben sind natürlich... Ja, das sieht man auch total. Das sind Erdbeeren. Genau. Noch ganz grün. Und irgendwas, Zwiebeln oder so etwas dazwischen. Ja, ja. Und ganz dazwischen ist noch ein bisschen Dill. Dill essen Deutsche sehr gerne zu Fisch. Mhm. Und das waren, glaube ich, die wichtigsten Pflanzen in diesen zwei Hochbeeten. Okay, dann mehr... Im Hintergrund? Was passiert im Hintergrund? Ja, im Hintergrund wird gerade Tischtennis gespielt. Genau. Momentan laufen sie nicht rum um die Tischtennisplatte. Aber da haben wir vorhin darüber geredet, dass oft gespielt wird, dass man rumrennt um die Platte und wir nennen das chinesisches Tischtennis oder auch Rundlauf. Rundlauf. Also die vier spielen ein Doppel. Mhm.